Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und zwar geht es um das Thema Verbrauch. Und hier haben wir ein elektrifiziertes Fahrzeug vor der Kamera stehen, den neuen Seat Leon E Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid mit einer 12,8 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie, einem 1,4 Liter Vierzylinder Turbobenziner. In Kombination haben wir eine Systemleistung von 150 PS, 350 Newtonmeter Drehmoment, 7,4 Sekunden geht es von 0 auf 100, 220 Stundenkilometer ist der Topspeed und gemäß WLTP kommen wir wohl 60 bis 66 Kilometer weit mit dieser Antriebsbatterie. Wir wollen heute herausfinden, was verbraucht denn der Seat Leon E-Hybrid auf einer von uns immer abgefahrenen Verbrauchsrunde. Dabei sind 40% Autobahnverkehr dabei mit Tempo 140 Vmax womöglich. 50% sind Überland, hier geht es auch bergauf, bergab durchaus. Und natürlich 10% Stadtverkehr. Am Ende wollen wir herausfinden, was verbraucht er, wenn die Antriebsbatterie leer ist auf dieser Runde und was verbraucht er mit voller Antriebsbatterie auf unserer Runde. Natürlich schauen wir auch auf das Thema Kosten. Was muss ich denn zahlen, wenn ich wie hier öffentlich lade? Wie lange dauert denn unser Laden an einer öffentlichen Ladesäule? Und vor allem, wie fährt sich der Seat Leon E-Hybrid? Das klären wir heute auf unserem Verbrauchsvideo und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt, das Ganze zu liken, aber auch eure Meinung unten in die Kommentarbox zu schreiben, denn ich will wissen, was ihr zum Seat Leon E-Hybrid sagt. Also jetzt viel Spaß bei der Verbrauchsfahrt. Größter Pluspunkt beim Plug-in-Hybrid ist das geräuschlose Dahingleiten, sowohl in der Stadt als auch über Land oder auf der Autobahn mit maximal 135 Stundenkilometern, wenn die Antriebsbatterie entsprechend geladen wurde. Weiterer Pluspunkt ist dadurch auch die Ruhe, die im Innenraum entsteht. Diese Ruhe gepaart mit einer Entspanntheit wird dann verbessert, wenn man da sich das Fahrerassistenzpaket XL gönnt, was hier verbaut ist. Da kommt nämlich dann auch der Travel Assist mit hinzu. Wir haben dann teilautonomes Fahren auch an Bord. Das Auto hält also selbstständig die Spur, kann selbstständig den Abstand zum Vordermann halten und das auch, wenn keine Linien auf dem Boden sind, sondern man sich am Vordermann orientiert. Wir haben ein kapazitives Lenkrad, das heißt, er erkennt, wenn die Hände am Lenkrad sind. Ich persönlich finde, dass der Spurassistent allerdings ein bisschen zu nervös arbeitet. Das ist ein bisschen ein Hin- und Her-Tänzeln in der Spur. Gerne mal kommt dann auch so die Fehlermeldung, bitte in der Fahrspurmitte fahren, wenn man schon genau in der Fahrspur fährt. Ist ein bisschen schade, da wird es aber wahrscheinlich noch das ein oder andere Software-Update geben. Sehr gut bereits jetzt finde ich den Travel Assist. Der sorgt dafür, dass er
bereits im Vorfeld anhand von Navigationsdaten und der Kamera die Verkehrszeichen erkennt und weiß, ah, jetzt kommt eine Ortschaft, ein Kreisverkehr oder eine schärfere Kurve, und er reduziert dann automatisch die Geschwindigkeit, bremst sogar leicht bzw. rekuperiert dann und sorgt so dafür, dass man sehr entspannt von A nach B kommt. Ebenfalls sehr entspannt sitzt es sich hier auf den sportlich orientierten Sitzen, die wir hier verbaut haben in der FR-Line. Den Leon E-Hybrid gibt es derzeit nur als FR oder Excellence. Ich finde, der FR mit den leicht sportlichen äußeren Elementen, also diesen so grau hinterlegten Elementen wie an Front- und an Außenspiegeln, das schaut ganz gut aus, aber nicht jetzt unbedingt in der tristen Farbe schwarz, wie ich finde. Da könnte man ein bisschen mehr mit Kontrast arbeiten. So ein schönes Rot, Dunkelblau oder Ähnlichem würde ich da bevorzugen. Der Antrieb mit seinen 150 kW in der Spitze macht eine echt gute Figur, sorgt auch dafür, dass die gut 200, also die rund 250 Kilo Mehrgewicht gegenüber dem normalen Verbrenner durch die Antriebsbatterie gut kompensiert werden. Er schiebt gut voran, der 1,4 Liter arbeitet im Normalfall sehr ruhig, aber wenn man ihn dann wirklich ausdreht, dann wird er mal im oberen Drehzahlbereich laut und auch etwas angestrengt. Das würde ich ihm aber auch ganz normal zugestehen. Wir kennen aber dieses Geräusch ja bereits von den normalen 1,4 Liter TSI Motoren oder dem 1,5 Liter TSI. Also ist das für Seat oder VAG Fahrer, sage ich jetzt einfach mal, nichts Besonderes oder Ungewöhnliches. Eher ungewöhnlich ist das Thema Federungskomfort, denn beim Seat Leon E-Hybrid oder überhaupt bei den Leon-Modellen hat Seat es so ausgearbeitet, dass wir eher eine straffe Federdämpfer-Gesamtabstimmung haben. Das Fahrzeug liegt deutlich straffer als beispielsweise der Golf oder der Octavia. Der Octavia ist für mich der Komfortmeister unter den dreien. Der Leon spielt selbst in der weichsten Einstellung des adaptiven Dämpfersystems immer noch so ein bisschen den Sportler. Querfugen werden da immer noch ein bisschen trockener durchgereicht. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Ich würde aber dennoch das DCC auf alle Fälle euch empfehlen, denn hier sind dann die Parameter Lenkung, Fahrwerk, Sound, kann man alles dann besser einstellen, und in meinen Augen sollte man sich das auf alle Fälle gönnen. Im Dynamikpaket ist der Preis, liegt der Aufpreis bei knapp über 1000 Euro, was ich in Ordnung finde. Da sind dann noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie unter anderem die Progressivlenkung mit dabei. Ja, die Ladezeiten, das ist natürlich dann beim Plug-in-Hybriden immer sehr entscheidend. Genau hier sehe ich einen Hauptkritikpunkt derzeit, denn der Plug-in-Hybrid kann maximal mit 3,6 kW laden an einer öffentlichen Ladesäule. Mehr geht leider nicht. Das bedeutet, dass diese 12,8 Kilowattstunden fassende Batterie netto wohlgemerkt in rund 4 Stunden an einer Ladesäule aufgeladen werden kann, wenn er denn komplett leer ist. Und das finde ich dann leider einfach schlicht und ergreifend zu lange. Der Peugeot 508 etwa kann das deutlich besser. Der kann mit bis zu 7,6 kW geladen werden und reduziert dann die Zeit deutlich an einer öffentlichen Ladesäule. Wer natürlich das Ganze dann über Nacht lädt, zu Hause an einer Schuko-Steckdose oder ähnlichem, für den wird das eher irrelevant sein. Für jeden, der durchaus häufiger unterwegs laden möchte oder an eine öffentliche Ladesäule gebunden ist, der wird damit sicherlich so ein bisschen seine Probleme haben, aber das dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob eine Schnellladefunktion für einen Plug-in-Hybriden eurer Meinung nach sinnvoll ist oder eher sinnfrei ist. Die Verbrauchsfahrt ist beendet und es ist natürlich jetzt als erstes sehr interessant, was haben wir denn verbraucht? WLTP-Angabe 1,4 Liter Kraftstoff, 12 Kilowattstunden Energie an Strom, also aus der Antriebsbatterie auf 100 Kilometern, ist angegeben. Verbraucht haben wir mit voller Antriebsbatterie 3,5 Liter Benzin und 10,17 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Dann
haben wir den Wagen ja wie gesagt mit leerer Antriebsbatterie bewegt auf der Strecke. Und da kamen wir auf einen errechneten Wert von genau 6 Liter Kraftstoffverbrauch. Und ich finde es ganz gut. Also es zeigt, dass die 250 Kilo Mehrgewicht, die er mit hier schleppt, selbst wenn sie unnütz sind, immer noch sehr effizient von A nach B bewegt werden können. Somit aber auch zeigt es natürlich klar, ein E-TSI wäre deutlich sparsamer. Den fährt man mit knapp über 5 Litern, also 1 Liter würde ich jetzt einfach mal sagen, ist der Mehrverbrauch eines Plug-in-Hybriden, wenn man denn die Elektroantriebstechnik nicht nutzt. Natürlich ist der Wagen voll förderungsfähig. Die Umweltprämie in Höhe von 7.177,50 € derzeit, Stand 2021, bekommt er. Die könnt ihr komplett abziehen. Der Listenpreis des Testwagens liegt bei 44.260 €. Ist natürlich schon voll ausgestattet nahezu. Müsst ihr euch überlegen, was ihr so an Ausstattungsoptionen wirklich braucht. Ich finde, da sind schon ein paar nette Sachen dabei. Aber ich würde als erstes wahrscheinlich die Lackierung rausschmeißen. In Schwarz, finde ich, schaut der Leon durchaus etwas trist aus. Hat aber ansonsten ein sehr, sehr tolles Styling und wäre wahrscheinlich auch mein Favorit unter den drei VAG-Drillingen, Octavia, Golf und Leon. Jetzt dürft ihr mir aber unten reinschreiben, was euer Favorit ist. Wie gefällt euch der Leon? Wie gefällt euch der E-Hybrid? Macht er Sinn aus euren Augen? Wieso, weshalb, warum? Lasst uns diskutieren in der Kommentarbox. Ich freue mich drauf. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Sagt Tschüss und Servus. Euer Ubi.